Sturm. 3x3 Minuten Striking MMA. Oh. Oh, wir starten rein. Runde 1. Carlos mit dem ersten zaghaften Abtasten, ein bisschen die Distanz finden. Schnell auf den Beinen, der Grieche. Connected noch nicht, hat die Distanz nicht gefunden. Aber Jaroslav wollte schon die erste Kombination ansetzen, aber auch noch ein bisschen out of range. So, jetzt. Ah. Outer die Spinning Backfist ins Leere. Da müssen beide erstmal auch die richtige Distanz finden. Ja, das ist das A und O am Anfang des Kampfes. Wann kann ich treffen? Wo bin ich in der Zone? Ja, da kam jetzt Jaroslav einmal durch mit der linken. Das ist ein harter Low Kick. Da schockt die uns nicht so, die sind Kicks gewöhnt. Ja, zu Callas hier doch im Vorwärtsgang. Wird hier umgestoßen. Kein richtiger Wirkungstreffer. Ja. Aber Lia setzt auch schon einiges an Kraft in die Schläge. Ja, Lia schlägt auch schnell. Richtig Power und Druck. Einmal Kick, direkt Kontakt mit dem Kick. Ja, direkt den Kick gekontert mit der rechten. Ja, Zuckerlass kommt da durch in den jetzt Clinch. Jetzt geht's in den Clinch, mal gucken, was passiert. Ja, und Lia zieht da schön die Beine zurück. Kleiner Takedown. Aber ohne anschließende Kontrolle zurück in den Stand. Tauschen die beiden Kicks aus. Boah. Ah, die Rechte. Das war eine knackige Rechte. Hast du schön klatschen gehört? Die kam durch. Boah. Wahnsinn. Ja, der hat richtig Kraft in den Fäusten, Jaroslav. Ja, letzte 10 Sekunden in der ersten Runde. Auch schwierig, Jaroslav wechselt auch ab und zu die Auslage. Er kann in beiden Positionen kämpfen. Das macht es natürlich für den Gegner extrem schwer zu gucken. Ja, schöne erste Runde. Ja, sehr schön. Jaroslav mit dem Vorteil. Ja, die sind tatsächlich richtig, richtig hart, die Fäuste. Ja, hier der Trainerstab von Zuckerlass noch mal mit Instruktionen. Scheint das Second Sound. Einen eindeutigen Plan. Mal schauen, ob er ihn umsetzen kann. Rechte Auge auch schon etwas gezeichnet von dem harten Treffer. Runde 2. Aber wir starten jetzt in die zweite Runde. Callas mit dem In-Low-Kick. Boah, der kontert schön, der Jaroslav, mit den Schlägen nach dem Kick. Ja. Wir haben auch richtig Power. Jetzt in den Clinch und in den Takedown. Den hat er jetzt auch ein bisschen secured. Was für Punkte. Thank you.
Schön, schön vorbereitet. Macht er schön, wechselt da in verschiedenen Höhen. Nutzt da seinen Körper dann entsprechend auch sehr gut. Halbherzig mit der Spinning Backfist. Ja, da ist mit Sicherheit auch schon Respekt da. Das ist nicht mehr ganz so spielerisch. Jaroslav muss man die ganze Zeit beobachten, sonst schlägt es ein. Oh, schöne Kniekombination. Die nehmen einem auch nochmal ein bisschen die Luft. Letzte Takedown. Also besser kann man. Ja, er nutzt das Striking MMA nicht machen. Ich wollte gerade sagen, er nutzt das breitere Regelwerk noch gut aus. Der Punkt, wo er kann, macht das sehr sicher bis jetzt. Lässt nichts anbrennen. Kalas versucht hier Wurf anzusetzen, aber ja, das ja, ist alles, das hat leider alles weder Hand und Fuß aktuell. Ja, ich denke, da ist Jaroslav einfach eine Nummer drüber. Die Takedowns und den Strikes. Schlägt das sehr präzise abgefangen jetzt der Linken. Da wechselt ab und zu dann seinen Stand, seine Auslage. Normalauslage, da macht es super schwer. Sehen, wo kommen die Kicks her, wo kommen die Schläge her, jetzt dreht er sich wieder. Also er ist sehr, sehr versiert. Ja, was noch hier. Und zack, oh, einen harten Kick. Die Kicks sind wirklich sehr, sehr schnell und hart. Ja, die machen Eindruck. Boah, ja, da die Deckung gut, aber das da war schon auch eine mächtig schnelle Kombination und wieder ein harter Rechter. Ja, da ist Jaroslav bisher auf jeden Fall ein Level drüber. Zeigt eine sehr dominante Vorstellung. Boah, der letzte nochmal richtig durchgekommen. Aber zu Kalas jedenfalls mit Nehmerqualitäten. Geht hier nicht, zumindest nicht durch Wirkungstreffer zu Boden. Und wir haben noch eine Runde. Ja? Hier kann sich alles binnen einer Sekunde drehen. Ja. Einmal in der falschen Sekunde die Augen zugab. Und dann machst du sie vielleicht in der Runde nicht mehr auf. Das hat zu Kalas natürlich deutlich mitgenommener, konditionell. Jetzt ist eine gefährliche Runde für Giannis Tsoukalis. Tsoukalas. Oder mahnt der nicht dazu Eile. Runde 3. Seconds out und los geht's. Kalas arbeitet gut mit Kicks, aber die bleiben irgendwie dann doch immer in Jaroslavs hängen. Er hat aber auch die Übersicht, ne? Der sieht es genau, guckt sich alles an, sieht die Lücken, die Kicks, die er fangen kann. Schickt ihn dann auf die Bretter, das kostet extrem viel Kraft, da wieder aufzustehen, aufzukommen. Das pickt dann auf den Brett. Jetzt wird es gefährlich. Mit zu Kalas. Ah, Wahnsinn, was der Grieche hier einsteckt. Okay, da müssen wir nochmal die Zeit übersehen. Ich glaube, der da war sehr, sehr punktgenau auf den Cup. Das ist natürlich eine wichtige. Jetzt gucken wir mal. Ja. Hat schon auf den Oberschenkel gezielt und günstig getroffen. Ja, aber der, das tut weh. Ja, definitiv, aber keine Absicht. Ja, ist natürlich jetzt für Tsoukalas eine gute Chance, nochmal ein bisschen Luft zu schnappen. Die Zeit wird natürlich angehalten. Aber da war jetzt gerade eine sehr gefährliche Aktion da im Vorfeld. Muss auch ein bisschen eng wurde dann für Tsoukalas. Aber wie gesagt, das kann im Eifer des Gefechts mal passieren.
weg, nicht getroffen. Jaroslav wieder, den Kick abgefangen. Ja, bleibt hier seiner Linie treu, es funktioniert. Never change running system. Boah, harter Konterkick. Die Pushkicks, da ist richtig Druck dahinter. Ja, und hat ein super Auge, also sieht genau die Lücken, macht da nichts unkontrolliert oder überhastet. Boah, Wahnsinn. Jetzt sitzen alle Treffer fast. Guckt er sich genau aus, wann der richtige Moment ist. Und schickt die Fäuste ins Ziel. Auch das Fallen und Aufstehen, das kostet so viel Kraft. Auf jeden Fall. Aber wieder irgendwas ein bisschen tief, ich glaube Knie. Ja, Giannis ist konditionell sehr mitgenommen. Schöner Spinning Back. Knapp die Leber verfehlt. Ja, kontert die Kicks von Sakalas schön ab mit seinem wahnsinniger Push-Kick. Schickt den Kriechner auf die Bretter. Letzten 10 Sekunden. Ja, souverän durchmarschiert von Jaroslav Lier. Lässt da keine Zweifel offen. Absolut dominanter Sieg. Ja, das war ziemlich eindeutig. Da braucht es auch kein TKO. Das sollte eine klare Nummer sein. Da sehen wir auch die Highlights eindeutig dominiert. Das hat aber wunderschön gemacht. Da gedacht, eindeutig. Der Sturm wäre vorbei und dann kam noch die Linke da reingeknallt. Ja, das da war der gefährliche Moment. Danach kam der Tiefschlag und da hat er noch mal ein bisschen Luft gegeben für Giannis Tsoukalas. Ohne Absicht zu unterstellen. Nochmal ein Riesenapplaus für diesen Kampf über volle 3 Runden. Ja, Jaroslav sieht aus wie vor dem Kampf. Der hat da fast nichts abgekriegt. Unbeeindruckt. Wir haben einen einstimmigen Sieger aus der roten Ecke. Jaroslav Lier. Ja, Wahnsinnskämpfer. Ja, aber auch großen Respekt an den Mann aus Griechenland. Dem hat Qualitäten gezeigt. Immer wieder auch Aktionen gebracht. Aber hat an dieser Stelle dann heute nicht gereicht.